was macht ihr denn da unten? Kommt mal hoch. Blöde Videowitze. Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe es geschafft, meinen Handschuh anzuziehen. Das hat jetzt bestimmt mindestens 2 Minuten gedauert, weil ich versucht habe, die Kamera in einer Hand zu halten und mit der anderen Hand alleine den Handschuh. Ja, egal. Sparen wir uns das. So, heute ist es soweit. Zum Adventskalender gehört ja traditionell auch immer eine spontane Waldbesichtigung. Leider muss ich gestehen, 100% spontan ist sie diesmal nicht. War hier schon mal und bin hier jetzt nochmal weit mit dem Bus gefahren, was ehrlich gesagt mal ganz angenehm gewesen ist, als ständig Autofahren. Also ich freue mich auf ein 49-Euro-Ticket, falls das irgendwann mal tatsächlich kommen sollte, hoffen wir es doch sehr, dann werde ich das erheblich häufiger tun, weil es ist einfach entspannter. Man kann sich Gedanken machen, man hat interessante zwischenmenschliche Begegnungen möglicherweise und Klima, ne? CO2 und solche Späße. Gut, ja, wie dem auch sei, bisher scheint es übrigens daran, dass Busfahren bzw. gerade so längere, so mittellange Strecken, das ist häufig teurer als mit dem Auto und dauert länger und dann sehe ich selten ein. Ja, aber ja, diesmal hat es mir gefallen, muss ich sagen. Gut, egal. So, wir sind im Wald. Hier in diesem Wald gibt es, wie gesagt, diverse Besonderheiten. Eine davon ist dieser Stein. Das ist einer der seltenen Steine, die ein besonders kluger Gallier, sein Name war Obelix, vorsorglich in die Landschaft gestellt hat, um das Wetter anzuzeigen. Nämlich ein sogenannter Obelixscher Wetterstein. Ja, der zeigt uns nämlich, was für ein Wetter wir gerade haben. Ist der Stein weiß, ist Winter, beziehungsweise ist Schnee. Ist der Stein nass, Regen. Ist der Stein warm, Sonne. Ist der Stein kalt, kalt. Ja, also wirklich sehr genial, was sich dieser Obelix damals hat einfallen lassen. Nee, ist Quatsch. Also dieses Konzept des Wettersteins, den findet man ja immer mal wieder. Das hier ist kein Wetterstein, das ist meines Wissens irgendein Denkmal für vermutlich die Kriegsgefallenen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt hier auch das eine oder andere christliche Symbolikobjekt, was hier am Wegesrand zu finden ist, nur für Leute, die das interessiert. Aber vielleicht habt ihr gesehen, unser Wetterstein, der keiner ist, zeigt hier, seht ihr, da ein kleines bisschen was Weißes. Das heißt Schnee. Und tatsächlich schneit es auch gerade ein wenig. Das ist auch eine sehr angenehme, freundliche Art und Weise, wovon man nicht wirklich nass wird. Ja, und das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Außerdem, ich habe mein Lodenmäntelchen an und falls ich irritiert wirke und irgendwie apathisch, dann liegt das daran, dass mein Lodenmäntelchen leider einen Knopf verloren hat. Das seht ihr nicht, weil der Knopf fehlt weiter unten. Und das ist hochdramatisch und irritiert mich sehr, dass ich da jetzt irgendwie einen Knopf zu wenig habe. Und da komme ich mir irgendwie bauchfrei vor. Es ist im Übrigen kalt. Daher möchte ich eventuelle Schnupfengeräusche bitte darum beten, bitten so rum. Daher wäre es schön, wenn ihr eventuelle Schnupfengeräusche einfach ignorieren würdet. Ich glaube, ich kann sie nicht ganz abstellen. So, und durch ÖPNV-Fahren sitzt mein Bart auch nicht mehr. Ich hatte ihn heute Morgen tatsächlich ein bisschen in Form gebracht. Aber Maske tragen und Bart immer schlecht. So, genug gejammert, fangen wir an. Hier sind wir jetzt an einer Wiese bzw. am Waldeingang, Wiese vorm Waldeingang. Ihr habt ja gerade schon gesehen, hier hinter mir beginnen jetzt Bäume. Das ist kein Zufall, da geht es tatsächlich in den Wald rein und hier geht es auf die Wiese. Und um das gleich mal vorne wegzunehmen, so ein bisschen die Besonderheit dieses Waldes, den wir uns heute angucken werden, besteht nämlich vor allen Dingen darin, dass er noch gar nicht so lange Wald ist. Ne? Da hinten ist ein Dorf. Wer es nicht zufällig kennt, ich glaube, ich verrate diesmal einfach mal nicht, wo ich hier genau bin, ist eine sehr ruhige Ecke und ich will nicht schuld sein, wenn hier dann jetzt plötzlich Leute vorbeikommen, die hier normalerweise ohne mich nicht vorbeikommen würden. Davon abgesehen, so krass ist hier jetzt auch nicht, dass ihr deswegen extra herpilgern müsstet, das möchte ich nicht unbedingt empfehlen, aber wer es zufällig erkennt, der weiß dann hinterher was drüber, schreibt bitte nicht in die Kommentare, wo das ist und wer einen besonderen Anlass darin sieht, hier unbedingt hinkommen zu müssen, weil er zum Beispiel Wasserbauingenieur oder sowas ist, kommen wir gleich zu, dann schreibt mal einfach eine Mail
Trail, dann sage ich dir auch, wo du her musst. Ne? Also wenn begründetes Interesse besteht. Ich will es nur einfach nicht so allzu öffentlich rausposaunen. So, also hier haben wir kleines Dorf. Ne? Kleines Dorf sehen wir nachher noch von oben, hoffentlich, wenn das Wetter einigermaßen Fernsicht zulässt. Bin ich gerade noch nicht so ganz überzeugt. War schon immer kleines Dorf. Und der Witz ist, dass es hier in der Region so ein paar Städtchen gegeben hat, die gar nicht mal so wenig Einwohner hatten, aber im Verhältnis zu ihren Einwohnern sehr, sehr, sehr wenig Platz. Und da ist dieses Städtchen, beziehungsweise heute ja Dorf, eher zu nennen. Ja, ich weiß gar nicht, was für einen Status es hat, es ist aber auch egal, von der Größe her ist es definitiv ein Dorf. Und das hatte eben das Problem, dass man sich ja irgendwie selber ernähren musste vom eigenen Land, beziehungsweise dem Land, was Dorf beziehungsweise Stadt gehört hat. Und das war tatsächlich bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein ein Problem. Also erst mit der Industrialisierung und dem Aufkommen von Kunstdünger und den erweiterten Möglichkeiten, Nahrungsmittel auch weiter zu transportieren und einfach die Notwendigkeit zum eigenen Nahrung vor Ort anbauen pro Dorf ein bisschen nachgelassen hat. Erst ab da war das dann irgendwann kein Thema mehr. Bis dahin, also Mittelalter bis, wie gesagt, 1700, 1800 rum, vielleicht sogar schon 1900, noch 1900 rum, also in großen Teilen tatsächlich noch bis 1900, hat das dazu geführt, dass man hier jedes bisschen Platz, was einem zur Verfügung stand, auch tatsächlich nutzen musste. So, und hier ist jetzt so ein Mäuerchen und deswegen stehe ich hier, nämlich wegen diesem Mäuerchen. Jetzt kann man sich nämlich fragen, was zum Geier macht denn so ein Mäuerchen? Bitteschön, hier mitten auf dem Acker. Was soll das? Hä? Hatte da jemand zu viele Steine? Oder, was übrigens auch eine Möglichkeit für solche Mäuerchen sein kann, das sehen wir viel in England, beziehungsweise in Schottland, beziehungsweise dazwischen, oder auch in Irland und so weiter, dass man um die Äcker drumherum, beziehungsweise um die landwirtschaftlichen Flächen häufig solche Steinmäuerchen hat. Solche Steinmäuerchen wiederum, die dienen unter anderem auch einfach dem Zweck, die Steine, die man aus dem Acker geholt hat, weil man da nicht ständig seinen Pflug dran stumpf machen möchte, irgendwo hinzupacken, wo man sie nicht allzu weit schleifen muss. Und da hat sich einfach angeboten, seine Äcker eben in solche kleinen Quadrate zu unterteilen, beziehungsweise Rechtecke, und eben diese kleinen Steinmäuerchen nebendran zu bauen. Das heißt, mögliche Erklärung Nummer 1 für dieses Mäuerchen wäre, man hat hier, als man eben diese Wiese landwirtschaftlich genutzt hat, zu viele Steine auf der Wiese gehabt und hat sie jetzt dahin gebaut. Das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, inwieweit ihr es sehen könnt. Wir gucken uns sowas Ähnliches nachher auch noch aus der Nähe an. Aber das sind behauene Steine, ja, also die sind extra zu einem schönen Mauerklotz geformt worden, zusammengeklöppelt worden, damit sie eben sich für eine solche Mauer gut eignen. Man hatte also richtig Aufwand betrieben, also vergleichsweise viel Aufwand betrieben, um dieses Mäuerchen dahin zu bauen. So, weitere Ideen, was zum Geier soll der Blödsinn? Könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere interessante Ansätze habt, wenn ihr so eine Mauer in der Landschaft sehen würdet. Vielleicht ist noch ein plausibler Ansatz Weinbau. Ja, da hat man ja auch häufig Terrassierung im Hang, damit der Weinbau eben besser funktioniert. Allerdings sind wir hier unten in einem ziemlich kalten Tal und auch auf einer ziemlich ungünstigen Höhenlage mitten im Schwarzwald. Das heißt, nee, Weinbau, Also höchstens Essigbau könntest du hier betreiben, aber ein wirklich vernünftiger Wein wird hier voraussichtlich nicht wachsen. Hier ist einfach zu wenig Sonne. Das Tal ist zu schmal, wie man hier so ein bisschen erahnen kann. Da kommen nur wirklich sehr wenige Sonnenstunden zusammen, die hier die Sonne mal überhaupt runterscheint. Ja? Das war es also auch nicht. Was war es denn dann? Ja, darum habe ich ja erzählt, dass unser Dörflein hier tatsächlich eben ein Platzproblem hatte, um genügend Fläche zusammenzukriegen, um sich selbst zu ernähren. Und weil man dieses Platzproblem eben so gut es ging lösen wollte, hat man tatsächlich so ziemlich alles, was man an Hang hatte, plus minus terrassiert, um dann eben aus dem Hang doch noch ein paar halbwegs ebene Flächen rauszuholen, um da ein bisschen, ja, Kartoffeln zum Beispiel anbauen zu können. Gleichzeitig diente der Hang bzw. das Tal, in das wir hier runter gucken, das wir jetzt auch gleich hochstapfen, auch als Viehweidefläche, dass man da einfach genügend Material fürs Vieh bekommen hat.
Und man brauchte recht viel Vieh, hatte aber nur sehr wenig Weidefläche und drum musste man sich auch da wieder mit ein paar Tricks behelfen. Und bei diesen Tricks spielen diese Mäuerchen zum Teil auch noch eine Rolle. Und viel mehr will ich da jetzt gar nicht verraten fürs Erste, ja. Aber zunächst mal halten wir fest, diese Mäuerchen, erstens, die ziehen sich hier durchs ganze Tal, auch da, wo inzwischen Wald steht. Und zweitens, diese Mäuerchen dienen einfach jetzt erstmal der Stabilisierung des Hanges, beziehungsweise der Verflachung des Hanges sozusagen, um da eben ein kleines Gemüsebeet, Kartoffelacker oder was auch immer anlegen zu können. So, so viel zum einleitenden Blabla. Damit gehe ich jetzt mal ein Stückchen weiter und dann machen wir einfach die übliche Waldbesichtigung. Erstens halt eben mit den paar lokalen Besonderheiten wie diesen Mäuerchen und zweitens mit allem anderen, was ich unterwegs so finde. Weiß noch nicht, wie viele Teile das momentan geben wird. 2 bis 3 strebe ich an, 2 bis 3 Türchen voll sozusagen und ja, legen wir los. Jo, da haben wir schon die erste Sehenswürdigkeit. Ich versuche euch die mal ein kleines bisschen ran zu zoomen, dass man das ein bisschen erkennen kann. Hier ist Geländer. Ich will nicht, wo es nicht notwendig ist, über Geländer und Ähnliches drüber steigen. Das macht man nicht. Oder zumindest habe ich zumindest das Gefühl, dass man das nicht tut. Eine Borkenkäfer-Prallfalle zum Monitoring ist das. Heißt Monitoring, man möchte gerne wissen, wie viel Borkenkäfer ist hier eigentlich unterwegs. Zweitens, man möchte gerne, ja, dass der Borkenkäfer da dagegen knallt und dann bitte reinfällt. Das funktioniert folgendermaßen, ich hoffe zumindest im Zoom könnt ihr einigermaßen erkennen, da sind so Schlitze drin, ja, und diese Schlitze sind so, verlaufen so, ne? Also wenn ich das jetzt hier mit dem Finger so einigermaßen andeuten kann. So, wenn jetzt ein Käfer gegen die Wand knallt, puff, fällt er runter, fällt in den Schlitz. Der Schlitz ist unten offen, er kullert da also per Schwerkraft automatisch rein, fällt ins Innere der Falle und landet dann ganz unten. Und ganz unten ist nochmal eine Art Trichter, durch den der Käfer durchrollt und landet dann unten in so einer Art Schublade und da liegt er dann. So. Warum sollte der Käfer das überhaupt tun? Warum sollte der da einfach dagegen knallen und dann reinfallen? Naja, ganz einfach, weil man in die Falle noch irgendein Pheromon reinhängt. Also meistens so eine kleine, sieht aus wie so ein Tablettenblister-Päckchen, ne? Also so, keine Ahnung, Paracetamol, Schmerztabletten, sowas in die Richtung. So sieht das ungefähr aus. Das hängt man da einfach rein und dass da statt Tabletten meistens in flüssiger Form Pheromone, Lockstoff für den entsprechenden Käfer, den man einfangen möchte, reingepackt wurde. Das heißt, das riecht für die Käfer ganz interessant, wie ihre Wirtspflanze, die sie also suchen, um sich von ihr zu ernähren. Und daher kommen sie dann angeflogen, knallen da dagegen und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, sind sie da auch schon in die Falle reingefallen und finden da nicht mehr raus, weil sie dafür schlicht und ergreifend zu blöd sind, um es mal deutlich zu sagen. Ja, und das könnte man jetzt denken, dient dazu zu verhindern, dass Borkenkäfer hier in den Wald reinkommen, weil wir sind ja am Rand vom Wald und dementsprechend könnte man jetzt meinen, ja, stellen wir doch um den Wald solche Fallen auf, dann kommt hier niemals ein Käfer rein. Das ist allerdings Quatsch. Bei den Käfermengen, die letzten Jahre unterwegs waren, reicht das hinten und vorne nicht aus, um zu verhindern, dass der Käfer sich ein Stück weit ausbreitet, wenn er das dann möchte. Und dafür muss man also wirklich eher die Nadelholzmenge, beziehungsweise konkret die Fichtenmenge, wenn es sich um den Fichtenborkenkäfer handelt, reduzieren. Da helfen diese Fallen einfach nicht. Es sind viel zu viele Käfer. Da müsste man eigentlich im Grunde an jeden Baum eine Falle stellen, damit das wirklich eine effiziente Wirkung hat. Und das kannst du dann wieder nicht bezahlen und muss auch ja gemanagt werden. Es müssen die Käfer mal entnommen werden. Es muss Pheromon nachgefüllt werden. Hat sich also einfach als nicht praktikabel erwiesen. Und selbst wenn du überall diese Fallen hinstellst, dann kommen die Käfer trotzdem manchmal noch auf die Idee, einfach weiter zu fliegen und dann reicht es immer noch nicht. Ja, also es hilft nicht zur Abwehr vom Käfer. Es ist aber ein schönes Maß, um da einfach mal reinzugucken, um zu schauen, wie viele Käfer habe ich denn, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe, gefangen. Dann gibt man die wieder aus, die man eben gefangen hatte. Und
hat dann einfach eine ungefähre Einschätzung, wie viele Käfer sind gerade im Wald unterwegs. Und wenn man sieht, oh, es sind gerade viele Käfer im Wald unterwegs, dann müsste man zum Beispiel das Käfermonitoring ausweiten. Ich könnte eigentlich auch mal hier mich ins Bild bringen. Und Käfermonitoring ausweiten würde dann bedeuten, dass wir mehr Forstwirte einsetzen, die hier im Wald rumspringen und nach vom Borkenkäfer befallenen Fichten suchen. Und wenn man sie findet, dann sägt man sie halt um, bevor der Käfer sich vermehren kann, ausfliegt und sich weiter verbreitet. Ja, also das ist so ein bisschen der Sinn und Zweck dieser Monitoringkästen. Einfach zum Schauen, wie stark ist denn gerade die Not, gegen den Käfer vorzugehen oder besonders viel Arbeitszeit zu investieren, um eben Käferbäume zu finden. Das kann man auch mit anderen Käfern, die sich auf diese Art und Weise fangen lassen, machen. Das muss nicht zwingend immer nur der Fichtenborkenkäfer sein. Im Regelfall ist es aber der Fichtenborkenkäfer fast ausschließlich, für den diese Fallen verwendet werden. Aber technisch gesehen ginge das auch für was anderes. Ja? Ja, so viel dazu, da haben wir ja schon ein bisschen was gefunden. So, ich gehe mal weiter. Ja, die nächste Sehenswürdigkeit ist dieses Objekt da. Das ist ein Baumzelt. Ja, sieht also so ein bisschen, ja, tatsächlich wie ein Tipi aus, ist es auch. Ist aus Plexiglas. Das kann man jetzt nicht sehen, weil ein bisschen Schnee drauf hängt. Aber wäre normalerweise so leicht durchsichtig. Hat dann eben diesen Holzboden, den man hier sehen kann. Und gegen eine kleine Gebühr kann da drin übernachtet werden. Allerdings eher nur im Sommerhalbjahr, jetzt im Winter nicht. Daher brauche ich auch keine Angst haben, dass mir jetzt da gleich jemand entgegenstarrt und wissen möchte, warum ich seine Persönlichkeitsrechte verletze, indem ich die Kamera draufhalte. Ja, also dürfte jetzt zu sein. Die Ausstattung von den Dingern besteht quasi darin, dass, das sieht man da oben, da hängt so ein kleines Solarpanel. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Dazu gibt es einen USB-Anschluss und das ist im Wesentlichen eigentlich für Licht gedacht, dass man sich da eben ein klein wenig Licht machen kann über Nacht. Und ansonsten war es das mehr oder weniger mit technischer Ausstattung auch schon. Ich glaube, Handy kann man damit gerade noch so aufladen, so dann die eben entsprechenden Batteriekapazitäten da noch ausreichen. Wenn man die Batterie leer gemacht hat, dann hockt man halt im Dunkeln beziehungsweise hat kein Handy mehr. Soll ja auch ein urtümliches Ereignis sein. Ich glaube, da bis zu 8 Erwachsene plus ein paar Kinder passen da rein. Man liegt dann einfach auf dem Boden rum mit Isomatte. Das Ding kann ein bisschen schwanken, ist also vielleicht nicht jedermanns Sache, insbesondere zum Beispiel nicht meiner. Das reizt mich jetzt so gar nicht, eine schwankende Unterkunft zu haben. Gerade wenn man, während man mit der Leiter hochsteigt, wackelt das Ding wohl relativ ordentlich, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist also Geschmackssache. Aber ja, ist halt Naturerlebnis und so weiter. Meine Kollegen vom Forst, das weiß ich jetzt zufällig, weil ich mal hier ein paar getroffen habe, sind da gar nicht so angetan von den Teilen. Weil ja, wenn immer alle Leute in den Wald wollen und Naturerlebnis und so weiter und so fort, das mag nicht jeder. Also gerade hier jetzt vor Ort fanden das die Kollegen gar nicht mal so gut. Da sich das Ding aber recht nah am Dorf befindet, beziehungsweise auf Privatgrund, Privatwald, aber das ist ja immer noch Wald, hat auch das gleiche Betretungsrecht wie jeder Wald, aber zum Beispiel kannst du, wenn du Privatwaldbesitzer bist, eben auch so einem solchen Projekt wie diesen Hütten hier zustimmen. Die sind auch vom Ordnungsamt entsprechend genehmigt und die Gemeinden in der Region machen da auch mit. Also die gibt es eigentlich über den Nord-Nordschwarzwald wohlgemerkt, gibt es die relativ häufig verteilt. Ja, nur damit ich es mal gesagt habe. Könnt ihr ja mal rumgoogeln, wenn ihr dann unbedingt wissen wollt, wo die steht, findet ihr es auf diesem Wege vielleicht sogar raus. Aber ich, wie gesagt, ich sage es jetzt einfach mal nicht direkt dazu. Und ja, also ich glaube, das Erlebnis in so einem, ja, wenn man jetzt eine ganze Familie hat, die da Spaß dran hätte, dann kann man das sicherlich mal machen. Aber ansonsten muss es auch nicht unbedingt sein, denke ich jetzt. Ne? Aber eure Sache. So, stinknormale langweilige Vorstraße, daher gehe ich jetzt erstmal ein Stückchen weiter. So, hier hat jetzt ein Hieb stattgefunden, wie man sehen kann. Da liegt ein bisschen was rum. Ich sag's ja jedes Mal, jedes Forstamt kann selber entscheiden, was sie auf ihre Stämme draufschreiben wollen. Daher kann ich euch zu den kryptischen Botschaften hier mit Sicherheit nichts sagen. Ich könnte ein bisschen spekulieren, das spare ich mir. Aber was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, das ist bestes Tannenholz, qualitativ sehr, sehr, sehr gut. Tolle Bauholzsortimente, also damit kannst du eigentlich alles bauen, was man irgendwie bauen kann. Unglaublich schöne, gute Qualität, das ist top. Ja, das wird wahrscheinlich auch sehr bald abgeholt werden, weil Tanne boomt. Tanne kannst du eigentlich überall hin verkaufen. Das gilt so als eins der Nachteile.
nachhaltigsten Bauhölzer, die es derzeit so gibt. Ist esoterisch, häufig sogar noch ein kleines bisschen aufgeladen, wird dann also umso mehr gekauft. Das geht wirklich gut weg. Ja, da muss man sich nicht lange drum kümmern, seine Tanne an den Mann zu bringen, beziehungsweise ans Sägewerk. Bin ich mir sicher, dass die nicht lange da liegt. Im Idealfall liegt sie da allerdings noch bis zum Frühjahr. Warum? Naja, die ist jetzt recht frisch gefällt. Das ist noch nicht lange her, gar nicht. Und das bedeutet, die Stämme sind noch relativ nass. Man kann sie also wunderbar über den Winter jetzt noch im Wald trocknen lassen. Da muss man, wenn man sie dann später mit dem LKW abholt, weniger Wasser in der Gegend rumkarren. Ganz einfach. Ja? Je trockener das Holz, desto leichter wird es. Und desto mehr kriegt man letztendlich auf den LKW mit einer Fuhre drauf. Ja? So ein Holz-LKW, normalerweise maximal 40 Tonnen. Ja, und wenn ihr dann noch einen Kran hat, um zum Beispiel sowas direkt aufzuladen, dann wiegt er selber nochmal 10, hat einen Kran von 2,5, mindestens, eigentlich meistens ist so ein Kran nochmal deutlich schwerer und plus eben dann der ganze Anhänger, dass den dann noch transportieren muss, da hast du dann gar nicht mal mehr so furchtbar viel Zuladung an Holz, was du da letztendlich draufpacken kannst. Und darum kommst du dann schon drauf an, dass das Ganze eine etwas trockene Angelegenheit ist, das Holz dann. Ja, übrigens, wenn jetzt irgendwelche technischen Daten zu den LKW Gewichten nicht hundertprozentig gestimmt haben sollten. Das könnte schon sein. Dann seht es mir nach. Forsttechnik ist so ziemlich mein schlechtestes Fach. Ja. So, hier sehen wir jetzt, wo die Stämme herkommen. Und das tun wir deswegen, weil dass hier überhaupt so schöne Tannen rumliegen, plus der Wald hinterher noch so vergleichsweise wild aussieht. Und wenn wir da mal reingucken, da sind ja durchaus auch noch jede Menge Bäume vorhanden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten fürs weitere Verfahren mit diesem Hang. Entweder, oder sind ja noch durchaus Bäume vorhanden, da hat man ja noch den Hieb noch gar nicht zu Ende gemacht, da muss man ja dringend die dann noch holen. Oder man sagt, naja, die lassen wir aber noch stehen, und zwar jetzt sehr lange, bis sich der Wald wieder vollständig geschlossen hat und nochmal deutlich dichter ist, als er jetzt gerade ist, denn es handelt sich hierbei um einen ANW-Wald, Arbeitskreis Naturgemäße Waldbewirtschaftung. Und da dient dieses Naturgemäß vor allen Dingen dazu, einen sogenannten Dauerwald zu etablieren. Soll heißen, hier wird niemals der Kronenverband zu sehr aufgelichtet. Das, was wir jetzt gerade frisch nach dem Hieb sehen können, ist schon noch das Lichteste, was wir hier jemals zu sehen bekommen werden. Lichter darf der jetzt nicht werden, und man hat beim Hieb, das könnt ihr hier auch sehen, sehr darauf geachtet, dass die vorhandene Naturverjüngung, die hier unten drunter steht, sozusagen dass die mittelhohen Bäume, dass die auf jeden Fall erhalten bleiben, und wir hier also einen deutlichen mindestens zweischichtigen Bestand haben. Wir haben die Verjüngungsschicht und wir haben die Kronenschicht. Und beides bleibt selbst nach der sogenannten Endnutzung, das war quasi die Endnutzung dieses Bestandes, also der Hauptanteil an wirtschaftlich verwertbarem Holz, den man da jetzt rausgeholt hat, bleibt das alles als Wald erhalten, und der Waldcharakter der Landschaft geht nie verloren. Jetzt ist das direkt nach dem Hieb und sieht daher vielleicht ein kleines bisschen verrupft aus. Das muss es ja auch, weil ganz ohne Schäden geht es halt aber nicht, einfach nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist vielleicht einer der besten ANW-Hiebe, die ich bisher so gesehen habe. So viele habe ich noch gar nicht gesehen, das gebe ich zu. ANW-Wälder wachsen jetzt gerade nicht wie Sand am Meer auf den Bäumen, was auch immer. Aber der Hieb ist ganz hervorragend. Ja, weil gerade, das muss die Bäume ja irgendwie umschmeißen. Und beim Umschmeißen, gerade wenn du so viel Naturverjüngung drunter stehen hast wie hier, ist es sehr, sehr schwierig, eben wenn man auch viel umschmeißt, und das ist schon ein bisschen was hier liegt, das so hinzukriegen, dass da eben nicht die Naturverjüngung allzu sehr in Mitleidenschaft gerät. Und man kann zum Beispiel hier eine kleine Schneise sehen, die wird bald wieder zuwachsen. Ja? In 1 bis 2 Jahren weiß auch ich nicht mehr, dass da mal eine Schneise war. Ja, das sieht man wirklich dann gar nicht mehr. Das geht rucki zucki, und das ist nur jetzt bei dem ganz frischen Hieb kurzfristig mal sichtbar. Über die Schneise haben sie ein paar Stämme darunter geholt, wahrscheinlich gleich mehrere. Und das ist noch nicht mal eine richtige Rückegasse, das ist einfach nur die Schneise, wo man das Holz halt ein bisschen runtergezerrt, beziehungsweise runter, ja, letztendlich doch gezerrt hat. Hangabwärtsrücken ist immer so eine Sache, das wird kritisch betrachtet, weil irgendwer muss ja unten das Holz im Empfang nehmen, und derjenige, der unten steht, der könnte das Holz dann möglicherweise abbekommen, wenn es ins Rutschen gerät. Andererseits ist der Hang nicht so steil und auch nicht so lang, dass ich das also hier schon durchaus für die richtige und gute Methode erachte. Ja, also wirklich außerordentlich gut gemacht.
hätte ich A, sowieso nicht besser können und B, habe ich selten besser gesehen. Das ist also für einen ganz, ganz frischen Hieb sieht das wirklich sensationell aus. Lasst uns da vorne noch mal kurz reingucken. Ja, also das ist wirklich toll. Ja, also alles noch schön, der Boden bedeckt. Der Schlagabraum, was man an den Bäumen direkt abgesägt hat, liegt auch noch da zur Bodenbedeckung, zur Feuchtigkeit. Ja, die Feuchtigkeit wird im Boden gehalten. Die ganzen Nährstoffe, die hier in den Tannennadeln drin stecken, landen wieder im Boden, stehen der nächsten Baumgeneration zur Verfügung. Das ist wirklich allererste Sahne. Überhaupt nichts auszusetzen. Also das ist so eine Holzernte, die noch so am ehesten, das geht nicht, es ist einfach schlicht nicht möglich, aber noch am ehesten so gemacht wurde, dass der Wald es fast nicht merkt, dass ihm auf einmal Bäume fehlen. Beziehungsweise nach 2-3 Jahren, das erkennt er dann nicht mehr, das sieht man nicht mehr. Das ist tipptopp, ja. So, ich habe mir erlaubt, ein paar Meter runter zu steigen in den Wald. Da oben ist die Vorstraße, da wo die Stämme liegen. Und was wir hier jetzt vor allen Dingen sehen können, ist erstmal diese seltsame Mauer mitten im Wald. Und die erinnert uns jetzt vielleicht so ein kleines bisschen an die Mäuerchen, die wir eben auf der Wiese gesehen haben. Allerdings verläuft die jetzt hier als Sperre im Tal sozusagen. Das ist vermutlich schlicht und ergreifend eine Grundstücksgrenze gewesen, weil hier eben, wie gesagt, viele Leute sich ihre Äckerchen in dieses Tal gebaut haben. Hier kommt auch gleich, seht ihr diesen Tritt in der Landschaft, das Mäuerchen, hier stehe ich halt oben drauf, das eben dafür sorgt, dass es hier einigermaßen flach ist. Ja, ist es ja nicht, aber ohne dieses Mäuerchen wäre es hier noch erheblich steiler und es ist jetzt nicht gerade optimal, hier Kartoffeln anzubauen, aber ich denke, das wäre zumindest gegangen. Ja? Interessant ist, übrigens vor diesem Mäuerchen finden wir häufig auch noch einen Graben. Hier sieht man ihn nicht so schön. Ich zeige euch den an einer anderen Stelle. Sparen wir uns das noch auf. Aber ihr seht, das Mäuerchen verläuft hier wirklich schön entlang. Hier eine Grenze. Wenn man da hinten weiter guckt, dann ist da auch irgendwie andeutungsweise die nächste Grenze zu erkennen. Hier auch. Das ist künstlich weniger steil, als es sein müsste, weil da vorne jetzt ungefähr hier, flipp, da ist das nächste Mäuerchen und nochmal eben eine künstliche Entsteilung sozusagen des Geländes. Man hat hier also fleißig Terraforming betrieben. Ja? Und jetzt kann man sich natürlich kloppen, aber wir sind hier doch plötzlich im Wald. Ja, das ist doch hier auf einmal Wald. Das kann doch nicht sein. Was macht denn hier Acker mitten im Wald? Ja, logischerweise ist der Wald einfach noch nicht so alt. Das ist wahrscheinlich erst die zweite oder dritte Fichtengeneration, die hier wächst. Überwiegend Fichte, ein paar Tannen sind auch noch dabei. Und das jetzt gerade habe ich ja gesagt, Arbeitskreis naturgemäße Forstwirtschaft. Sieht das für euch besonders naturgemäß aus? Ja, wo ist der Haken? Sucht den Haken. Den Haken sucht, meine Freunde. Oh, jetzt werde ich philosophisch, das ist nicht gut. So, das ist einfach ein Privatwald auf gut Deutsch. Ja, wir haben hier weitgehend den Gemeindewald, der tatsächlich eben als ANW-Wald geführt wurde, plus immer noch mal wieder so ein paar einzelne letzte Reste Privatwald drin. Und in diesem Fall hier leider ist es eben Privatwald von Leuten, die zumindest noch vor ein paar Jährchen der Meinung waren, dass Fichte eine gute Idee wäre und haben daher den Waldumbau jetzt nicht gerade vorangetrieben, weshalb wir hier einen fast Fichtenreinbestand haben. Fast, weil hier stehen zum Beispiel so ein paar dünne Laubbäumchen unten drunter, gerade alles dünne, was ihr jetzt gerade sehen könnt. Das meiste davon ist Buche, einiges ist Ahorn. Und ja, das ist natürlich einfach die natürliche Sukzession, die hier reindonnert. Und wenn man da nicht seinen Fichtenwald schön geschlossen hält, dann könnte es einem passieren, dass aus Versehen irgendwie der Laubwald von alleine reinwächst. Das heißt, auch der Privatwaldbesitzer sollte eigentlich merken, dass alles, was hier von alleine hochkommt, nicht mehr Fichte ist. Und wenn das nicht ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Zeit der Fichte einfach in diesen zu tiefen Lagen abgelaufen ist, dann weiß ich auch nicht. Wobei diese Lage noch nicht mal so tief ist, dass hier trotzdem vermehrt Laubbäume hochkommen anstatt von Fichten und Tanneten, ehrlich gesagt auch, die eben auch nicht so gut hochkommen, weil wir auch dafür schon wieder ein bisschen zu niedrig sind, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass auf jeden Fall der Nadelreinbestand hier nichts mehr zu suchen hat. Hatte er eigentlich ja nie. Gut, ich gehe mal wieder hoch.